Hallihallo meine Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Meine Lieben, ich bin aus dem Urlaub zurück. Wie geil. Ich bin wieder da. Und zwar quasi mit Freude und so. So, mal ganz kurz gucken. Die Linie Seif-Hennersdorf ist ja schon, wie soll ich sagen, eine schöne Linie. Aber die macht hier genau das, was es soll. Passt. Und die Seif-Hennersdorf, da wurde gesagt, pass auf, da fahren dir Züge irgendwie durcheinander. Da ist noch einer. Das ist ja einer drauf, oder? Das ist ja auch nur einer. Ja, genau. Und hier, wo die zwei, fahren die sich hinterher? Ich weiß es nicht. Ja, Urlaub endlich, Mensch. Boah, sauber hergedauert. Ja, da sind die beiden Jungs. Okay. Oder? Nee. Und eine andere. Hier sollten doch zwei drauf sein. Right? Wer ist nur gerade lang? Osterwiek, Crailsheim. Ah, ja, ich sehe ihn. Ich sehe es. Der kommt hier gerade raus. Der muss hier warten. Oh, schick. Treschicke. Okay, der muss hier warten. Ja, ich nehme die Folge quasi mit heißer Nadel auf. Ich habe die, hab mir jetzt gerade überlegt, wie mache ich es denn eigentlich? Dass es gut aussieht. Ja, dass es hinhaut. Bin mir da jetzt noch nicht ganz so sicher, ob ich das so, ob das so geil ist. Aber jetzt machen wir mal Folgendes. Und zwar, den hier halten wir an, bis der ungefähr hier ist. Also hier irgendwo in diesem Zwischendings. Weil, dann können wir nämlich warten, bis der andere durch ist. Und wenn der dann hinten rausgefahren ist, dann passt es wieder vom Takt her. Aber der muss aus dem Block hier raus, weil ansonsten blockieren wir hier alles. Das ist nicht so ganz geil, finden viele von euch. Die sagen, Zwerg ist jetzt nicht so, ist ein bisschen suboptimal gelöst, ja, mit dieser Geschichte hier. Das sehe ich eigentlich ein, dass die hier switchen. Hätten wir anders lösen können, das sehe ich auch ein. Ich will das mal probieren, ob das hinhaut. Ich will das mal probieren. Wenn es Stau gibt, bauen wir es um. Gar kein Thema. Das machen wir immer ganz locker flockig. Ihr kennt mich ja. Wenn da irgendwo ein Problem entsteht, dann lösen wir das halt auch einfach. Ja. Gucken wir gerade. Hier ist dann so ein Signalchen. Jo. Genau. Ich werde mir jetzt die Tage, gerade Richtung Wochenende, werde ich mir jetzt auch wahnsinnig viele Asset-Mods besorgen, damit ich hier noch ein bisschen hübsch bauen kann. Weil das ist ja irgendwie schon auch nett, ne? Viele machen den Block auf, dann bleibt der andere hier stehen. Kann dann auch fahren. Wie gesagt, mein Ziel ist es, den anderen loszulassen, wenn der hier raus ist. Natürlich, ganz klar, Freunde, natürlich könnten wir hier auch einen dicken Bahnhof hinstellen, so ein richtig grandioses Teil. Könnte man durchaus tun. Sehe ich auch völlig unkritisch eigentlich. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir uns mal ein bisschen im Blick behalten. Ich weiß es noch nicht, ob ich das so haben möchte. So, bis hier ungefähr warten wir mal, bis der unterwegs ist. Und dann hauen wir das Ding raus. Der andere hat auch ein bisschen Abstand. Dann dürfte er jetzt wieder anfahren. Alles klar. So. Zurück zum Warennetz hier oben. Da wurde auch viel gesagt. Pass auf, Zwergi. Da müssten wir mal drüber reden. Ja, sehe ich absolut gleich wie ihr da draußen. Und zwar hier haben wir noch ganz alte Kutschen drauf. Und da wollten viele, dass wir dann modernen, fortschrittlichen Benz draufpacken. Auf alles. Machen wir auch mal. Ist ja in Ordnung. Kann man ja mal machen. Kostenpunkt teuer, aber geht schon. So, haben wir richtig raus, die Aktualisierungen. So, dann dürfen die hier flubbern, die Jungs.
Diese Linie hier hat ihr Lebenszeitende erreicht. Okay, dann machen wir langsam ganz kurz. Es ist schon die Linie hier unten, die lange Linie. Mit dem Zug hier drauf. Okay, pass auf. Aktuell fahren beide ja immer voll, das ist so eine Sache. 70 Leute aufwärts sollten hier mitfahren. Dann machen wir mal Pause. Aktuell sind die B53 ja drauf, ne? BR53, Preuß G3, genau. Die schaffen 50 km/h. Das ist schon ein bisschen sportlich, ne? Eine A35 würde das ordentlich toppen. Die Dinger sind auch mega cool. Die Mikados sind natürlich auch schick, ne? Eine Bö. Die Bös sind auch cool. Jetzt mal ganz kurz alle Züge anschauen. Eine Bö haben wir nirgendwo, oder? Nee, die haben wir nirgendwo. Ich hoffe, das Spiel schafft das jetzt. Österreichische Bundesbahn. Machen wir mal. Nehmen wir die da mal, ja. Eine Donnerbüchse oder ein Dreiachser? Sechsachsig? Eine Donnerbüchse gefällt mir. Die schafft auch 100. Ja, schaffen die auch. Nur die oben werden langsamer. Machen wir doch mal eine Donnerbüchse drauf. Haben wir die irgendwo schon? Nö, ne? Okay. Okay, dann wenn ich jetzt sage, wir brauchen so 2, 4, 6. Ja, mach mal. Probieren wir es mal. Aber wird spannend. Das wird spannend. Ja, meine Lieben, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich werde die nächste Zeit, werde ich etwas aktiver auf YouTube Gaming und Twitch streamen. Und zwar über Restream laufen die Streams jetzt auf beiden Plattformen. Das heißt, wenn ihr gesagt habt, boah, YouTube Gaming taugt mir halt einfach gar nicht oder so, dann könnt ihr gerne auch die Livestreams jetzt künftig auf twitch.tv/zwergtube verfolgen, wenn ihr das möchtet. Oh. Model Error. Schade. Schade. Das sind irgendwas mit den Texturen, stimmt hier nicht. Ja, pass auf, dann machen wir das anders. Mach ich die Nummer raus, die Bö. Dampf betrieben. Da bleibt uns jetzt kaum eine andere Wahl. Die Atlantic will ich da gerade gar nicht drauf haben, auch wenn die ziemlich gut aussieht. Wir könnten mal mit so einer... Die Mikado wäre auch... Diese, also die wäre mir fast noch mal lieber. Machen wir nochmal ein Update drauf. Ich hoffe, das klappt. Der andere müsste jetzt auch unterwegs sein. Ah, der kommt gerade an. Schade, dass die Bösen nicht klappen. Die muss ich ja rausnehmen aus der Modding-Liste. Monströs, meine Lieben. Das ist monströs, würde ich sagen. Gefällt mir. 102 Leute gehen da rein. Das gefällt mir auch extrem gut sogar. So, hier muss dann auch nochmal gefinisht werden, das Ganze. Hier auch, an diesen ganzen Übergängen. Das wollen auch viele nicht sehen. Ne? Die viele haben dann gesagt, boah, nee, mach das doch bitte offscreen. Ja, kann ich mir schon mal überlegen. Aber gibt dem Ganzen Zeit. So. Lassen wir die mal damit rumpeln. Ich hoffe, der andere hat noch ein bisschen Zeit. Weil dann treffen die sich nämlich hier nicht. Ah. Bremsen muss er, aber kann noch weiterfahren. Schönes Ding. Sehr gut. Der wechselt gerade. Okay. Flying Scotsman. Auch schön. So, jetzt wollen beide gerade los. Das schaut auch mega geil aus, ne?
Das schaut auch richtig gut aus. Da wird natürlich der andere jetzt geblockt sein. Natürlich könnte man da echt überlegen, ob man da noch ein drittes Gleis reinbauen. Warum nicht? Könnte man mal machen. Aber hier sehe ich gerade noch was, eine Kleinigkeit. Und zwar hier geht es jetzt langsam mit dem Max ans Eingemachte. Haben wir da mittlerweile irgendwas Hübscheres? Ja, den da hier, der kann mehr als die Max transportieren, den Schneider. Nehmen wir mal das hier und sagen sofort aktualisieren. Jo, bevor man hier auf Tram umrüstet. Weil hier wird auch dann, das ist ein schönes Beispiel für eine zentrale Tram, die durchgeht und dann hier von 1, 2 Buslinien gequert wird. So ungefähr. Aber wie gesagt, dafür haben wir ja auch dann eben die großen 9 jetzt erstmal hier drauf stehen. Die sind auch cool. Es geht ja hier auch wirklich darum, ganz, ganz schnell ganz viele Leute hier ranzubekommen. Dass wir auch die Seifenersdorf-Linie noch ein bisschen aufforsten können. Da kommen auch immer schön Leute rein. Genau, hier wird auch umgeschlagen. Das ist auch sehr angenehm. Hier fahren ja auch schon die neuen Geschichten drauf. Das passt mir auch ganz hervorragend. Na, hier ist noch ein bisschen verhalten. Jetzt lass uns das mal hier oben angucken. Am Weitergabeort. Die machen alle beide Minus. Aber nicht, weil sie es nicht wegkriegen würden, sondern weil die hier nicht nachkommen. Die kommen mit dem Zeug hier nicht ran. Die haben aber auch einen extrem weiten Weg. Jetzt ist es hier so. Aha. Wenn wir jetzt... Im Prinzip ist der Anschlagpunkt, an dem wir loslegen würden, ist ja hier. Und die haben natürlich einen, wie gesagt, einen wahnsinnig weiten Weg. Und jetzt könnte man natürlich sagen, also Stein ist so eine Sache, ne? Stein ist ja, wird ja hier, ist ja auch ein bisschen das Problem der Lieferbarkeit. Da sind auch die Jungs hier gerade heftig unterwegs. Hier liegt auch wahnsinnig viel rum. Die haben aber eine Transportkapazität, die ist zu gering. Okay, dann pass auf. Wir haben da ein Problem, was diese Geschichte hier angeht. Güter. 2 Stück habt ihr vorgeschlagen gehabt auf die Waren. Hauen wir die Jungs drauf. Dann geht hier nämlich nochmal ein bisschen mehr Bedarf auch weg. Das passt auch, wie gesagt, von der Anlieferung sehr, sehr gut. Weil das Zeug muss ja auch hier verteilt werden. Damit kommt das Ding hier mal wieder ein bisschen in Wallung, weil der kann nämlich auch. So, jetzt kommt hier eine... Oh, schönes Ding. Ah, schönes Ding. Jetzt pass auf. Ja, das könnte hinhauen. Wie gesagt, das Ziel ist es ja, diese Züge hier mal ein bisschen in die Gewinnzone reinzufahren. Vor allem den Stein. Der wird extrem wichtig werden. Und der kann jetzt auch voll mitgenommen werden. Also hier können die 3 Schiffe, die bringen hier schon was. Und das sollte die dann auch noch ein bisschen auseinanderziehen. Weil die ja momentan alle sehr nah beieinander rumdümpeln. Ja, gut. Da kriegen wir fast 2 Schiffe nochmal voll. Und je weniger hier rumliegt, desto weniger Flaschenhals haben wir da an der Stelle, desto mehr kann hier produziert werden. Ja, und dem fehlt halt einfach die Zulieferbarkeit. Den werden wir umbauen. Und zwar von hier fährt er jetzt aktuell hier hoch. Das soll er machen, aber nicht ganz so. Der soll von hier außen rumfahren, also hier ungefähr,
Den werden wir dann nochmal anders aufteilen. Der muss irgendwie hier dann nochmal... Ich will den hier schöner raus haben. Dann wird er erst hier kurz zwischenparken, dann rausfahren. Hier wird er einen Bogen fahren, sich an dieses Teil hier angleichen. Größtenteils hier auf der Achse einspurig. Und dann geht er hier weg und wird hier oben einkehren. In diesen Bereich hier oben. Da wird er irgendwo hinkommen und dann fährt er hier wieder zurück. Da muss ich ja mal gucken, wie ich das genau mache. Das weiß ich im Augenblick leider noch nicht so genau. Bei mir ist das zu wenig. Ach, Gesundheit, Mensch. Okay. So, der kommt ja auch mit super wenig an. Das ist, finanziert sich halt einfach nicht, ne? Das könnte jetzt natürlich besser werden, in dem Moment, wo hier einfach mal alles weg ist. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel gähnende Leere gerade. Das wird aber besser werden. Wenn diese Schiffe mit 100 Kapazität hier oben andocken, und die werden ja auch leer. Wenn ich mal das angucke, jetzt machen die hier oben plus, ja, 120.000 sogar. Aber die kriegen diesen Schund hier auch weggetragen. Mal gucken, wann kommt das nächste Schiff. Das ist jetzt erstmal der Öler. Der hat noch nichts geladen. Oh, hier fährt ja schon ein Tram. Wie herrlich. Gucken wir mal, das passt. Danach kommt der hier rein mit 100 Steinen. Und dann schaffen die das nämlich ja auch locker rauszubekommen. Der nimmt dann auch wieder entsprechend was mit. Da ist schon der nächste im Angebot. Oh, endlich die 47er. Die AE47. Eine der besten und schönsten Elektrolokomotiven in dem Zeitalter. Für meine Verhältnisse natürlich, selbstverständlich. Ja. Gucken wir mal. Mach's gut, kleines Schiff. Ruckelt heute ein bisschen, ne? Bisschen aber nur. So, jetzt hat er nur einen Stein mitgenommen. Das ist für den natürlich ein bisschen wenig. Macht aber nichts. Der nächste kommt schon. Kann sein, dass jetzt einer mal leer fährt. Das heißt, Leerfahrten sind in dem Fall eher tödlich. Gerade auf LKW-Strecken ist das immer ganz, ganz schwierig. Muss man auf jeden Fall dranbleiben. Aber das wird dann schon werden. Jetzt lass mal kurz gucken. Jetzt kommt der hier an. Aber das sind nur kurze Momentaufnahmen. Der fährt jetzt wahrscheinlich gleich los. Pass auf. Jetzt. Ja, genau. Wie gesagt, macht nichts. Jetzt ist genug da für alle. Und das nächste Schiff steht hinten dann schon bereit. Und durch die Menge an Schiffen verteilen die sich hier auch schön. Und nehmen hier hoffentlich immer was mit. Der hat Stein geliefert, was mir sehr gut gefällt, weil dann fährt er nämlich auch irgendwann mal hier nämlich ins halbwegs Plus rein. So. Dann können wir jetzt mal unseren Plan B hier für die Liebe starten. Jetzt mal ganz kurz geguckt. Der Öler fährt so rein. Mal genau switchen. Weil... Ah, das war wieder das mit den Signalen. Da musst du jetzt einen Baum daran glauben. So. Mhm. Lass mal ganz schnell was gucken. Krümmung zu groß. Ja, weil er aber total blödsinnig krümmt. Das kriegen wir aber hier leider nicht mehr rein. Meine Lieben, das machen wir nächste Folge. Da werden wir dieses Teil hier nochmal ein bisschen umbauen. Weil der muss nämlich hier um den Berg einmal hier rum, um hier anzuschließen. Das werden wir aber hinbekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann werden wir das an der Stelle hier mal ein bisschen teilen. Weil das wird auch fast nicht anders möglich sein. Aber das kriegen wir hin. Wie gesagt, bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.